Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt mal den Gruß auch ein bisschen korrigieren und ändern. Und zwar fahren da die Fahrzeuge immer ganz gerne zum Händler rein und wollen da die Runde drehen. Und das ist ein bisschen zu eng. Und ich werde es da ein bisschen umändern, dass sie da besser fahren können. War ja mal gedacht als Ziel für zum Händler hinfahren und zum die Kurve ist hier ein bisschen eng. Da werde ich einfach die Kurve ein bisschen auf der Wiese oder ich werde hier rechts rumfahren und dann über den Hof. Mal schauen. Erstmal die Kurse löschen. Das machen wir ganz pauschal. Was weg. Guck mal unten links. Dass da die Kurve auch noch gelöscht werden. Das könnte eigentlich bleiben. Den aufweg, dann mal nicht lange rum bis zum Pfahl, ne? Da. So, dann fahren wir ein bisschen zurück und dann werden wir die Kurve ein bisschen vergrößert einsteuern. Und zwar den löschen wir auch noch mal. Das ist ein bisschen zu eng für zwei Fahrzeuge, aber den Augenblick, hier geht es nicht anders. Hier ist immer nicht mehr Platz. Und die Autobahn haben wir hier nochmal nicht. So, dann mal hier eine Aufteilung machen und zwar schön rechts rum. Und dann werden wir eine große Kurve fahren. Und zwar über den Hof. Da wo Platz ist, ne? In der Mitte von der Straße ungefähr. Ich bin noch nicht oft hier gefahren, kann sein, dass ich normal fahren muss. Die Ernte auf Feld 10 geht ja weiter, hoffen wir mal, ne? Die anderen beiden Fahrzeuge sind ja nur hingefahren, aber irgendwas ist blocking gewaltig. Sobald ich den Kurs hier abgeschlossen habe, also oh, hier ist eng. Hier kann es sein, dass Probleme gibt. So, kann, muss nicht. Mal ganz gucken, wo wir hier sind. Wir müssen zum Händler zurück. Da ist die Wiese, da können wir nicht lang. Haben wir hier so rum. Und wir müssen hier mal ganz brutal, da ist die Kurve zu eng. Das wird eh nichts. Wir fahren hier mal einfach rüber. Das ist so, da liegen die Balken. Ne? Und den Kurs lesen wir jetzt hier an. In der Hoffnung, wenn sie mal hier lang fahren sollten, was ich von ausgehe, das passiert. Das hat nicht sogar den Punkt nicht genommen. Dann löschen wir die anderen einfach. So, jetzt machen wir Aufzeichnung Ende, ist eh fertig. Und jetzt stellen wir den Fahrzeug einfach weg. Beiseite. Aus dem Kurs. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich da die anderen wieder in Gang kriege. Ne? So. Wieso findet er jetzt keine? Und da steht schon wieder. Hängt am Baum, ne? Oder fast so, ne? Mal aussteigen. Hier muss ich langfristig mal was ändern. Brr. Anstellen, Junge, anstellen. Gut, da kommen wir vorbei, ne? Hier ein bisschen. Müssen wir mit Terraforming machen ein bisschen, aber ja, gut. Machen wir gleich. Die Probleme gleich mal ändern. Ich hatte hier mal früher mal einen Stall hingestellt und dadurch ist mir das auch ein bisschen zu viel geworden, ne? Da muss ich gucken. Anheben, absenken. Muss die Straße frei machen, das ist ja ungünstig.
Und das Grüne wäre nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn die sich hier irgendwo am Busch festhalten, sich, ne? Oder am Baum oder an der Böschung, ne? Ungünstig. So. Jetzt schauen wir den nächsten an, ne? Wo es hakt. Grund? Kein zu sehen. Gut, Pause. Was macht er hier? Nix. Das war so nix, Junge. Das muss doch hier zügig gehen. Gut. Der ist Feld 10 gefahren. Das ist ein verkehrter Modus. Ich habe ja nur hergeschickt gehabt und vergessen, dass ich im Prinzip den eigentlich jetzt, ne? Der ist voll, der will wegfahren, okay. Und du müsstest eigentlich jetzt zum Feld gehen zum Drescher, ne? Warum macht er das nicht? Das ist eigentlich der richtige Modus. Habe ich den anderen überhaupt einen markiert auf Feld 10? Den grünen glaube ich nicht. Ja. Thema Autodrive, ne? Wenn die Kurse nicht so optimal sind, ne, dann ist es ungünstig, ne? Der ist Feld 10. C. Rufen. Wo seid ihr? Faulen Säcke. Gibt's doch gar nicht. Ne, heute Abend ist Livestream. Und dann mal sehen, was wir das fertig kriegen hier. Sie sehen schon, dass das länger dauert hier. Wir fahren immer aufs Feld. Müsste alle hier einen Punkt haben, ne? Machen wir den nächsten. So, hier rauf mit dir und Gas. Berechnen Fahrt, mach das mal. C. So. Da war es gelegen. Ich müsste jetzt das ausmachen. Das genügt. Das ist anders der Wendepunkt. Das ist im Grunde richtig normalerweise. Weiß ich nicht, warum das nicht klappt. Ein bisschen zu eng eingefahren, ne? Aber die Straße ist immer so eng, ne? So. Und der macht.
Nee, nee. Das ist schlecht. Was habe ich hier eingestellt? Ziel auf Karte ja. Ziel anwählbar? Nein. Was bringt, weiß ich nicht. Standard, Standard, Standard. Ich werde mal den Punkt hier löschen. Das ist ja ungünstig, ne? Ob es daran liegt, weiß ich nicht. Ach, da ist ein Pfeil in der Richtung, das ist ungünstig. Das ist ungünstig. So, verbunden. Dann. Das. Hier machen wir Feldpunkt. Den genau am Feld 10. Anlage nicht, du. Mögliches klappen, ne? Fahr mal mit. Er müsste jetzt irgendwo einen Punkt finden, wo er wenden kann. Denke ich mal. Der muss ja irgendwo ein Fehler gewesen sein. Wahrscheinlich, weil der eine entgegengesetzt war, also im Prinzip da nicht zurechtgefunden hat. Vermute ich mal ganz stark, weiß auch nicht genau. Ist ja auch mehr oder weniger ein Buch mit 7 Segeln hier teilweise. Für mich jedenfalls. So, das läuft schon mal, das ist gut. Fährt das im Grün, das ist auch gut, wie es aussieht. Dann geht es wenigstens weiter. Der andere durchdrehende Reifen. Und so Strohabfahrer. Irgendwo hackt das immer, ne? So. Was willst du jetzt? Ach ja, hier ist Feld 28. Das ist ja verkehrt. Das hatte ich ja geändert gehabt, weil Feld 29 war ja der eine Punkt war ja verkehrt. Das war ja so mitten im Wald. Da hatte ich im Prinzip das Feld verkehrt benannt. Und dadurch bin ich jetzt ganz woanders. Der will so Feld 28, obwohl das eigentlich, im Arsch der Welt ist, ne? So, hier können wir wieder einstellen. Das heißt, wir müssen auf dahin fahren. Ja, gut. Da können wir nicht einstellen. Höchstens hier. Hauptsache noch einen richtigen Punkt, ne? Also wir müssen nach rechts. Das war schon mal gefunden. Da liegt er ein bisschen, ne? Also hier Berechnung ist heftig. Da wird der andere auch entsprechend Probleme machen. Nehmen wir an. Vielleicht treffe ich ihn gerade hier. Auf dem Acker. Ja, wenn das Feld verkehrt bezeichnet ist, also dann ist das schon ein Problem, ne?
Der muss ja irgendwo jetzt Stroh sammeln. Wo will er jetzt hin? Muss er hier irgendwo mal gewesen sein, aber das findet er aber wirklich nicht mehr. Und weiß ich, ob da links oder rechts war, weiß ich nicht, mal gucken. Da war der rechte. Dann mal schauen, wo der Stroh aufgehört hat. Da anders irgendwo, keine Ahnung. Aber die Erde läuft hier. Ja, 53. Ja, ist doch gespuckt. Das Fahrzeug ist dauernd gestartet und nichts passiert und keiner gesehen. Und jetzt, wo der Drescher weg war, ist noch einer gestartet hier. Und da lehrt aber auch keiner. So, hier machen wir gewesen, ne? Hier. So. Und das, das. Das ist aktiviert, entladen, aufladen, Outdrive. Du musst hier eigentlich weiter arbeiten. Ja, das klappt eigentlich. So, wo ist der andere? Durchhalten. Hm. 29. Will er im Prinzip zur Richtung Feld 28 an dem Punkt, wo wir uns aufs Acker fahren kann. Ja, das ist ja logisch, ne? Wenn er denkt, er ist auf 29 und das verkehrt markiert und dadurch ist er jetzt auf einem anderen Feld. Und klar, dann ist es dann logisch, ne? Wir fahren jetzt mal auf die Straße da hinten, macht das ein. Und wir haben es eh geschafft heute. So, liebe Schauer. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen, auch für die heutige Folge. Ja, und wenn einer mal geliked hat und mal kommentiert hat, ist auch schön, ne? Freue mich drüber. Hallo, macht's auch schon mal, ne? Das ist ja YouTube egal, ne? Ist nur, wird er bewertet, ne? Als, weiß ich, Empfehlung für neue Zuschauer. Da wäre ich sehr dankbar für, wenn da ab und zu mal ein kleiner Kommentar steht. Ab und zu, muss ja nicht, aber kann. Soll sich keiner genötigt fühlen. Dann seid mal tschüss, ciao ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön, wenn wir freuen, heute Abend ist Livestream. Und wer dabei sein möchte, ab 18 Uhr, ist herzlich willkommen. Wünsche, Anregungen, Tipps können die Woche gegeben werden und dann kann ich darauf eingehen. Tschüss.